Eine Idylle mitten im Wald. Und ein Arbeitsplatz für die Ameisen. So nennen sie sich selbst, die Männer vom Tafelruck. Denn sie sammeln unermüdlich Schätze. Florian Fisch, Ludwig Höcker, Otto Widera und der Chef Burkhard Beudert. Doch warum entlocken sie der Natur all ihre Geheimnisse? Die sind zum einen wichtig für die Bundes- und Landesbehörden zur Beurteilung, wie ist der Zustand der Umwelt, aber geht natürlich auch in die Wissenschaft, in die Forschung. Also wir haben eine ganze Reihe von Doktoranden, die kümmern sich aufs Atom genau um die Zusammensetzung von diesen Stoffen, die das Wasser färben. Es gibt jede Menge junge Wissenschaftler, die sich dann der langen Datenreihen bedienen, um ihre spezielle Forschung zu machen. Wer als Wissenschaftler in diesem so oft zitierten Buch der Natur lesen will, der braucht als Grundlage Daten und Messwerte, die über Jahre, nein, mehr noch, über Jahrzehnte exakt mit viel Disziplin gesammelt werden. Und auch diese drei sind dafür das ganze Jahr jeden Tag unterwegs. Das ist im Endeffekt immer gleich. Das wiederholt sich immer montags. Das ist egal, wie das ist. Wenn ein Wasser drin ist, dann nehmen wir das. Wenn nichts drin ist praktisch, dann haben wir andere Arbeit. Nein, aber wie gesagt, das ist angelegt. Der Jahreskalender, der geht auch von 1. Januar bis 31. Dezember. Und das ist fix. Ich weiß jetzt genau, wo es dann am 15. Oktober wo es ist. Hat das Saugkerzen, wo ist das nicht? Wie gesagt, das ist festgelegt im Endeffekt. Wer etwa über den Wasserhaushalt im Wald forschen will, braucht Messanlagen, die international gleich sind. So, das sind jetzt die neueren Saugkerzen, die wir da jetzt haben. Diese Saugkerzen sammeln in verschiedenen Bodentiefen Wasser. Man kann also Aussagen machen, wie durchlässig und feucht die Waldhumusschicht ist. Wo ich so viel geringelt habe, ist einfach nicht brennend. 70. Die Saugkerzen arbeiten mit Unterdruck. Deshalb pumpt der Otto nach jeder Entleerung wieder die Luft aus den Flaschen. Hier geht's darum, wie viel Regen pro Quadratmeter gefallen ist. Ich sehe fast auch wieder. Fast voll, die werden jetzt wahrscheinlich alle voll sein. Damals 1820. Der Otto macht es auf den Milliliter genau. Und das ist wichtig, denn all diese ganz kleinen Puzzleteilchen an Messwerten ergeben am Ende ein genaues Ganzes. Auch die anderen organischen Substanzen sind Gold wert als Informationsquelle. Ja, wir haben da die Streufallsammler mit der Auffangfläche von einem Viertel Quadratmeter. Und da sieht man schon, wo es herin ist. Das sind jetzt einmal da die Blätter, die runterfallen im Herbst nach der Verfärbung. Das sind dann die Fruchthüllen, die Früchte, da die Bucheckern. Oder wir da haben wir noch Flechten mit herin. Das wird jetzt gesammelt, kommt in Trockenstand, wird getrocknet. Dann in den Wintermonaten, wenn ein bisschen Zeit einmal ist, wird das aufgedröselt nach Blättern, nach Früchten, nach Blüten und so weiter. Und wird gemahlen und da werden dann die Inhaltsstoffe analysiert, was alles drin ist. Der Tafelruck im Nationalpark Bayerischer Wald ist ein sogenanntes Reinluftgebiet und dient so als Referenzgröße für andere Wälder. Was nicht heißt, dass hier keine Schadstoffe ankommen. Darum wird seit 1976 das Wasser analysiert. Erinnern Sie sich noch an die Zeit des sauren Regens, an das Waldsterben? Auch hier im Bayerischen Wald kamen Auto- und Industrieabgase so wieder in den Boden. Der pH-Wert des Wassers sagt etwas über die Sauberkeit unserer Luft aus. Also wir hatten eine starke Versauerung in den Wäldern und dann eben auch in den Böden, die einen Teil der Säure gespeichert haben und Säure auch weitergereicht haben an die Bäche. Das heißt, wir haben gesehen, die Verarmung der Fischfauna in den Bächen. Ein Großteil der Bäche hier im Nationalpark war tatsächlich fischfrei. Und wir haben nach 1987 wegen technische Anleitung Luft, Entschwefelung, Entstickung von Verbrennungsprozessen, haben wir eine ganz starke Erholung gesehen und sind etwa seit 2005 bis 2010 in einem chemischen Zustand in den Böden und den Gewässern, wo man sagen kann, die große Luftverschmutzung, die große Versauerung ist jetzt eigentlich zu Ende. Im nächsten Umweltproblem stecken wir gerade mittendrin. Dadurch, dass es immer wärmer wird, sinken unsere Grundwasserspiegel.
Eine Tiefenbohrung gibt Aufschluss darüber, wie viel Grundwasser im Speicher Waldboden vorhanden ist. Auch hier wird regelmäßig gemessen. Und die Tendenz ist? Das hat sich die letzten Jahre einfach verstärkt durch die trockenen Sommer. Der Grundwasserstand, der Grundwasserspiegel, also die ist einfach nicht gefüllt. Das ist wie ein Schwamm. Es geht zwar ein bisschen was runter, aber die Poren im Boden sind einfach nicht gefüllt. Von dieser Blockhütte im Wald werden Daten nach Helsinki geliefert. Es ist ein europäisches Projekt zur Luftreinhaltung. 16 andere Länder sind mit dabei. Und so high-tech die Daten um die Welt geschickt werden, so analog und mit einfachem Equipment werden sie ermittelt. Warum habt ihr jetzt da ein Bügeleisen? Wir müssen im Winter die Ski mit Wachs behandeln, wachsen praktisch, dass sie nicht so bicken. Aha. Müsst ihr da Skifahren? Wir sind im Winter die ganze Strecke mit den Ski unterwegs. Das sind unsere ganzen Ski, die wir da haben. Welche sind schon ziemlich alt, aber die sind auch noch neu. Sag einmal, die Bindung. Das ist die alte Bindung, die 75 mm Bindung, wie es früher gegeben hat. Und für mich ist das der beste Schuh noch heute. Das ist ein guter Schuh, Lederschuh. Kriegt die Schuhe überhaupt? Ja, das ist ziemlich schwierig. Wir haben jetzt da einen italienischen Hersteller und beziehen die aus der Schweiz, weil in Deutschland gibt es nicht mehr. Was für Winter. Da braucht's a Gurtsach. Zugegeben, das war im Extremjahr 2011. Aber im Bayerischen Wald liegt immer gescheit viel Schnee. Ob's stürmt oder schneit, sie sind da. Die Männer um Burkhard Beudert. Ein Team, das keine Dienstpläne braucht. Burkhard Beudert selbst ist Geoökologe. Ihn hat's von Franken hierher verschlagen. Das war 1989. Ich war in meinem Leben vorher noch nie im Bayerischen Wald gewesen und habe einen Anruf gekriegt, das wäre was für dich, hat mein Chef in Bayreuth gesagt. Und dann habe ich angerufen und eine Woche später war ich beim Vorstellungsgespräch und zwei Wochen später war ich hier. Sie sind schon wieder unterwegs und sie finden schon wieder Gold. Diesmal ist ganz normales Salz nötig, um eine Abflussmessung zu machen. Denn was in den Wald hineinregnet, kommt auch wieder zumindest teilweise heraus. Das sind die Messungen, mit denen Wissenschaftler und Behörden arbeiten. Das sind die Informationen, die helfen sollen, unsere Welt zu erhalten. Gut, dass es sie gibt, die Männer vom Tafelruck, die ihn Tag für Tag heben. Den Schatz, die Daten der Natur.